Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und begrüße euch ganz recht herzlich bei Monkey Island Nummer 2, wo wir gleich wieder mit einer Cutscene anfangen wollen. Deep within LeChuck's Fortress, bla 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 bla. Largo. Yeah. You called for me? Is it true that Guybrush Threepwood has found the third piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well, I was trying to confirm that he really... Largo, you have been my trusted henchman for many years, but I won't hesitate to drag your entrails from behind my ship if you do not bring me Guybrush before he finds that treasure! Okay. Ich spüre eine Spannung zwischen diesen beiden sehr guten Freunden. Hust. Und es ist alles meine Schuld. Oh. Was ich mich frage, ist, woher die ganze Zeit mitkriegen, dass ich ein Kartenstück habe, als wenn die mir irgendwie so ein Voodoo-Floh ins Ohr gepflanzt haben, der automatisch erkennt, was ich tue. Nun gut, jedenfalls können wir jetzt das letzte Item hier kriegen. Und zwar, was wir jetzt... Ich erkläre das gerade mal. Ich weiß gar nicht, wo man da eventuell einen Hinweis für kriegt, aber wir wissen ja mittlerweile, also wir haben herausgefunden, wenn wir hier irgendwie diese Ziegelsteine drücken, die kann man alle drücken, dann fallen wir runter und werden rausgeschmissen. Da müssen wir irgendwas gegen tun. Was müssen wir dagegen tun? Sag ich euch gleich. Wir fangen schrittweise an. Wir brauchen jetzt das Teleskop. Packen das erstmal hier auf die groteske Statue. Hat sie hier an das Fenster einen schwarzen Fleck gebrannt. Nice window. Dann machen wir das vielleicht mal auf. Und ganzes Spiel normal. Ah, nee, Sepp. Auch blöd. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich sagte, die Kartenstücke sind alle so nett miteinander verknüpft. Ich meine, natürlich muss man viel hin und her fahren deshalb. Aber viele Kartenstücke, man muss immer ein Stück weiterkommen an einem Kartenstück und bekommt dann was einem dann wieder beim nächsten Kartenstück hilft. Und deswegen muss man immer wieder mal wechseln. Also hier war es so, ich bekam das letzte Kartenstück und da habe ich das Teleskop auch bekommen, das ich jetzt brauche, um an dieses Kartenstück ranzukommen. Wir erinnern uns, dass ich den Fisch, den ich brauchte, um an die Angel zu kommen, auch bekommen habe, als ich das erste Mal bei Elaine Marley reinging. Also ganz nett, dass man dann immer mal wieder diese Sachen miteinander verbinden muss und nicht einfach auf einer Insel alles erledigt und dann fertig ist und dann zur nächsten fährt. Sondern man auf den Inseln immer mal wieder hin und her fährt. Hat man sehr viel Mühe und Arbeit, glaube ich, auch in diese Rätsel gesteckt, dass man die auch richtig miteinander verknüpft. So, aber jetzt vielleicht... Ah... Na gut. Ich frage mich, ich gehe mal ganz kurz nochmal raus und gucke diese Statue an. It's a grotesque monkey statue. Okay, mit der kann ich reden. Hello, Mr. Monkey. Sir? Oh well. Naja, okay. Nicht so mega spannend. Ja, ganz nett. Also das finde ich ist auch ein sehr schönes, so dieses dreischrittige Rätsel, wo man immer jedes Mal nach dem Test herausfindet, was man als nächstes machen soll. Jetzt haben wir aber einen Stein, auf dem so ein schwarzer Fleck ist. Und wenn wir den jetzt drücken, nicht nehmen. I don't want to carry that around. Nein, du sollst ihn drücken. Wird hier unten dieses Ding umgedreht. Und wir kommen dann hier nicht durch das Loch nach draußen, sondern kommen hier in den Keller, wo ein Skelett in einer Badewanne sitzt. Looks like he died while taking a bath. Aha. Nein, nein, ja gut. Gee, I still can't make heads or tails of it. I think I need an expert. Okay, ja gleich. Erstmal wollte ich mit dem Skelett reden. Skeletons don't talk. Ah ja, okay. Yeah, I don't want to touch it. Und damit haben wir, yay, das letzte Stück einer Karte mit ein bisschen Hand dran. Wir gucken nochmal an. Aha, Inky Plinky Winky Island. So sieht sie also aus. Ja, gut. Aber Guybrush weiß immer noch nicht, was es ist. Er braucht die Hilfe eines Experten.
Auch hier, Monkey Island ist ja ein schönes Spiel, ein schönes Adventure. Wer aufgepasst hat bis hierhin und sich jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ich habe die Folgen noch nicht gerendert, deswegen weiß ich nicht, wie viele es mittlerweile sind, aber ich würde sagen, sich vielleicht so ungefähr 10, 15 Folgen zurückerinnert, wahrscheinlich eher so 10, der wird sich daran erinnern, dass wir mal einen Charakter im Spiel getroffen haben, der uns gesagt hat, er kennt alle Inseln der Karibik und er müsste die Karte nur sehen und wüsste dann, welche Insel es ist. LeChuck, sir, I got good news and I got bad news. The bad news is that Guybrush has found the last piece of the map. Nah, the good news is that I got a plan that can't fail. You see, he must take the map to a cartographer to have it deciphered. I'll head him off before he gets there. If your plan fails... It will not, your voodoo lordship. Okay. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ach ja. Wir erinnern uns an den Kartografen, nee, der gute Mann, der hier saß. Den wir seinen Monokel geklaut haben. Ganz süß auch. Hallo. Ja, hi Wally. Wir klauen ihm sein Monokel, geben das Captain Dread, damit wir rausfahren können, besorgen uns dann in Fat Island seinen Ersatzmonokel, sage ich mal. Denn ohne das kann er nämlich nicht sehen. Ohne das könnte er uns jetzt nicht helfen. Das haben wir natürlich im Vorfeld schon gemacht, weil ich natürlich wusste, wie es geht. Muss ich dann mit ihm reden oder muss ich ihm die zeigen? Hi Wally. Oh, hello Mr. Brush. Oh ja. Hey, I did it! Largo LeGrand left scab. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Okay, Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Kann ich dich auf Karten nochmal ansprechen? You know, I could just sit and talk about maps all day. Who couldn't? Ja. Okay, doch nicht. Maps. That's interesting. Well, see ya. Okie dokie. Okay, dann, machen wir's mal so. What's this? A map? Looks like only part of a map. I've got the rest of it right here. Very interesting. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you'll run an errand for me. Go to the International House of Mojo and ask the fortune teller if my love potion's ready. Okay. I'll try to have this done for you when you come back. Alles klar. Dann müssen wir also wieder mal, wie das so ist, eine Hand wäscht die andere und eine Kleinigkeit erledigen. Alles klar. Wo die Mojo-Frau ist, wissen wir. Laufen wir also einmal schnell rüber und zurück. Hopp. Da. Flip, flip. Nee, läuft nicht schneller. Guybrush will nicht schneller laufen, liebe Leute. Jawohl, und einmal in den Sarg. Ich sag doch immer, dass das nicht vernünftig ist, was der Guybrush macht. Ja, die schlechten Witze, die kennt ihr schon. Seid ihr dran gewöhnt, ich weiß es wohl. Ach ja. Los, Guybrush. Schwimm schneller. Und flupp. Und hier rechts rüber. Back again, Mr. Threepwood? Ja, aber nicht für mich. Wally sent me to pick up some love potion. Oh, okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's powerful stuff. Wouldn't want that little guy getting hurt. Wait, I just felt a sudden disturbance in the force. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message in a table. I think Wally's in trouble, and I think LeChuck has something to do with it. Uh-oh. I better go check. Ja. Wie sich das gehört, natürlich werden wir gerade andere Dinge zu tun haben, hat Largo scheinbar den guten Wally irgendwie besucht. Da müssen wir mal gucken gehen, wa? Guybrush, schneller. Ist eilig. Du musst jemanden retten. Oh. Was ist das? Erstmal gucken wir hier rein. Let's see here. There are some matches in here. And something that says Love Bomb on it. Und was ist das? To the Ghost Pirate LeChuck. Care of LeChuck's Island Getaway and Spa. Contents, miscellaneous voodoo supplies.
Moment, wieso verschickt das International House of Mojo an LeChuck Sachen? Das finde ich höchstgradig seltsam. Gehen wir erstmal zu Wally. Und finden heraus, was er da auf seinen Tisch eventuell noch geschrieben hat. Where'd he go? Someone's hastily scratched a message here. It just says, LeChuck. Oh no, LeChuck's kidnapped the cartographer. The poor little guy. Hey, he has my map. Tja, das ist ärgerlich. Tja, was machen wir da? Ich weiß es nicht. Aber wir wissen ja nicht, wie wir zu LeChuck kommen, aber naja, vielleicht wissen wir es ja doch. Alle hopp, Guybrush, bevor sie das Paket abholen. Ich glaube, war das so, wenn ich mich recht entsinne, können wir das einfach aufmachen? Jawohl, und dann schlupsiwups. I think there's something moving in here. Hey, Rich! I sure could use a hand with this one. Looks like another box of live snakes. Sounds like it, too. Well, let's get it on the truck. Teil 3, LeChucks Festung. In the small crate of voodoo supplies that would be his home for the next 5 days and nights, Guybrush is forced to eat bat lungs and eel bladders to stay alive. Eventually, Guybrush and the rest of the slithering cargo are delivered to the very doorstep of the Caribbean's most fearsome villain, living or dead, the ghost pirate LeChuck. Ah, LeChuck's crate of voodoo supplies. You know, we usually don't deliver out this far, and... You guys bucking for a tip? Well, we figured since... Well, you figured wrong. LeChuck don't tip nobody. Gee, what a butt. Ick, I hate snakes. Genau wie Indiana Jones. Naja, okay. So, wir sind in LeChucks Festung, hier links kommen wir nicht raus. Und haben übrigens damit auch Teil 2 des Spiels abgeschlossen und sind jetzt in Teil 3. Ja, sehr gut. War hier was? Nee, hab ich mich verguckt. Okay. Okay, jetzt sind wir in LeChucks Festung und gehen erstmal hier hinten hin. Und sind natürlich, nachdem sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen haben, regelrecht sind wir jetzt auf einer Rescue Mission. Wir können hier durch und hier durch. Wir gehen erstmal hier vorne durch. Eins nach dem anderen. Aha, hier sind so seltsame Statuen. Hässliches Knochending. Das ignorieren wir gerade erstmal. Denn hier gibt es eine Gefängniszelle. Die wollen wir erstmal untersuchen. It's Wally! Wally! Mr. Brush, is that you? Ja, ein bisschen. How's it hanging? You think this is funny? Ja. They abducted me in my office, brought me here in a duffel bag, interrogated me. Then they... What? What? They took away my monocle for a while. I see. Okay. The map, Wally. What about the map? Oh, LeChuck's got it. But who cares? Who cares? Yes. I memorized the whole thing before he took it. It's on an island called Dinky, not too far from here. After you bust me out of here, we could steal a boat and go there. Oh ja. Could you please stop that annoying swinging? Sorry. Ist auch so geil, dass er das tatsächlich dann macht. Das finde ich super. Okay, stand back. I'm gonna bust down the door. What are you, nuts? Go get the key. He probably keeps it in his office down the hall. Okay. I'm gonna go get that key. Okay, dokie. Okay, wir werden vielleicht besser nicht ihm erzählen, dass das, also das mit dem, also ihr wisst schon, das mit dem Monocle. Ja. Auch LeChucks Festung werden wir
uns nochmal in Ruhe angucken. Ich glaube, ich werde mir nochmal gönnen, euch auch das hier nochmal im Originalscreen zu zeigen. Das sah dann so aus. Schick, ne? Der gute Guybrush. Ach, ich mag sein Sprite-Art auch einfach, das er damals hatte. Ja, ja. Flump, flump, flump. Na gut, okay. Liebe Leute, ich bin die Zementente. An der Stelle soll ich mal wieder die Folge beenden. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr Spaß hattet, Daumen nach oben, Abos dalassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sag ciao, ciao.